So, meine lieben Zuschauer, und da geht es auch schon los. Wir haben es 14:30 Uhr, die EZB-Pressekonferenz startet und wir wollen mal sehen, was hier an den Märkten passiert. Wir sehen hier aktuell links DAX M5, rechts Euro-US-Dollar M5 und das Korrelationsbild gleicht sich wieder. Das heißt, fallende Preise gehen hier beim DAX mit dem steigenden Euro einher und umgekehrt. Wir sehen aktuell hier die Meldungen des Tages. Euro-US-Dollar jetzt ein neues Stundenhoch gemacht, also höchster Stand seit einer Handelsstunde. Sieht ganz gut aus. Hier oben sehen Sie jetzt erst die Order, die wir ins Visier genommen haben in Sachen Breakout. Also wenn es hier über das beschriebene Niveau von 1,06257 gehen würde, wäre man praktisch hier long positioniert und auf der Unterseite hier bei 1,05621. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Die Märkte, wie gesagt, noch ein Stück weit verhalten. Wir haben auch gerade Daten aus den USA bekommen zum Empire State Manufacturing Index. Der Wert ist leicht schwächer ausgefallen als der erwartete, aber da lässt sich jetzt Euro-US-Dollar wenig beeinflussen. Wir sehen aber, dass wir hier so ein Stück weit noch nicht rauskommen. Jetzt hatten wir zwar ein neues Stundenhoch gemacht, gerade eben hier, aber es kann nicht gehalten werden. Die Kerze schließt auch in knapp 3 Minuten. Mal sehen, ob wir uns darüber emporarbeiten können oder nicht. Was den DAX selbst angeht, sehen wir hier auch eine verhaltene Atmosphäre. Da kommt noch nichts zusammen. Und das schauen wir uns jetzt, bevor wir hier nochmal in das Live-Geschehen schauen, mal auf dem klassischen Analyse-Chart an. Sehen wir hier die DAX-Tendenz vom Morgen, eben unter der Annahme, dass sie sich hier tatsächlich unterhalb dieser kurzfristigen Abwärtstrendlinie der 24-Stunden-JFT-Indikation mit Touch dieser und unterhalb des Widerstands 12.335 eine Abwärtsbewegung ergeben dürfte. Sehen wir auch aktuell, jetzt wird es eben spannend, ob wir tatsächlich hier nochmal Richtung Support-Level laufen. 2221 wäre das eben, Schrägstrich heutiges Tagestief 2216, 2217. Bislang, wie gesagt, alles noch sehr, sehr verhalten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Konkret habe ich jetzt noch nichts an Infos vorliegen. Warten wir mal ab, ob da jetzt noch was reinkommt. Euro-US-Dollar oszilliert mehr oder weniger auch langweilig. Der DAX tut Gleiches. Jetzt muss man mal sehen, ob hier in den nächsten Minuten was passiert. Letztlich haben wir bislang, und das kann natürlich auch an solchen News-Tagen passieren, wenig Drive. Also wir oszillieren mehr oder weniger um die Stundenpreise herum. Schauen wir uns das auch hier nochmal kurz beim Euro-US-Dollar im 5-Minuten-Chart in aller Nähe an. So. 5 Minuten Kerzen jeweils. Hier gerade mal den schönen Anstieg nach oben gesehen, aber hier verfehlte dann die Kraft oder die Kraft reichte letztlich nicht, um weiter nach oben zu steigen. Jetzt sehen wir gerade, wie die Kerze wieder nach unten ausverkauft wird. Das ist pure Unsicherheit. Hier übrigens der mögliche Stop-Loss für beide Positionen entsprechend hier in der Mitte. Das soll heißen, das ist hier das Ausgangslevel von der Kerze 13,4459 und das dient eben entsprechend hier auch als Stop-Loss. Also muss man mal sehen, was passiert. Im Übrigen bei solchen News Trades bin ich ohnehin immer mit kleineren Positionen lieber investiert als mit größeren, da News Trading immer sehr hektisch ausfallen kann. Gebe auch hier den Tipp, nicht über 1%, eher noch wesentlich drunter bei News Trades zu platzieren, da sich hier doch immer durchaus erratische Bewegungen abspielen können. Ansonsten natürlich, wie immer auch, natürlich Risikohinweis, wenn wir solche Live-Geschichten hier an dieser Stelle machen. Das wissen Sie selber ganz klar, jeder handelt auf eigene Gefahr. Es handelt sich hier nur um eine Empfehlung dessen, was möglich ist, wie man handeln kann letztlich. Gut, es passiert aber grundsätzlich nach wie vor nichts. Das ist sehr unschön, gerade an Tagen, wo man eigentlich ein bisschen mehr Dynamik jetzt erwartet. Euro-US-Dollar, wie gesagt, hier noch ein Stück weit im Dornröschenschlaf. Geben wir dem Markt noch ein bisschen Zeit. Obacht an dieser Stelle auch an alle anderen Zinsanhänger. Wir haben heute noch die Bank of Canada am späteren Nachmittag hier mit einem Zinsentscheid. Und da überraschte sie ja zuletzt im Januar. Da mal aufpassen auf die Cut Pairs, also speziell US-Dollar, Kanadisch-Dollar, Euro, Kanadisch-Dollar oder Kanadisch-Dollar-Yen. Da mal definitiv mal drauf schauen, was da am Nachmittag passiert. Das könnte auch sehr, sehr dynamisch werden, wenn hier die Bank of Canada eine kleine Überraschung startet. Das mal am Rande, weil hier EZB-technisch mal rein gar nichts geht. Und insofern hier nochmal der Termin, der übersichtshalber hier, schauen Sie sich das an, 16 Uhr kommt Kanada. Und dann gibt es auch hier eine Pressekonferenz, ein Stück weit später, 17:15 Uhr, aber dann eben auch hier die Pressekonferenz. Heute Abend dann übrigens noch das Beigebuch der Fed, 20 Uhr, könnte hier auch noch ein bisschen Input geben.
Da geht es im Prinzip um die ganzen kleinen Regionalnotenbanken und dergleichen. Da mal abwarten, was da noch zu hören ist. Am Nachmittag haben wir hier noch einige andere Konjunkturdaten, aber der Fokus eigentlich der EZB-Termin, der hier bislang keine Überraschung aufwirft. Und genau das sehen wir eben im Prinzip auch an den Preisen. Gehen wir nochmal auf den DAX hier. Mehr oder weniger sind wir hier in der Stundenrange. Sie sehen ja diese grüne Linie beim DAX oben unten, hier beim Euro-US-Dollar. Gehen wir nochmal ein Stück raus, um das Bild anzugleichen. Diese Niveaus und innerhalb dieser Range sind wir mehr oder weniger gefangen. Und dann muss er natürlich grundsätzlich raus, um hier weiteres Potenzial zu generieren. Aber er tut sich augenblicklich schwer. Gut. Bislang trage ich immer noch nicht im Gespräch. Das ist wieder wie beim letzten Mal der Fall. Wir hatten ja im vergangenen Event oder zum vergangenen Event eine ähnliche Situation. Da war Mr. Super Mario auch wesentlich später erst ans Mikrofon getreten. Können Sie auch unter dem Link einsehen, den wir hier zur Verfügung gestellt haben im Stream. So, und langsam dürfte es spannend werden. Wir werden ja noch ein paar Minuten dranbleiben, um den Markt eben jetzt mal hier zu beobachten, was passiert. Draghi scheint jetzt auch endlich eingetroffen. Jetzt könnte es dann Bewegung kommen. Wobei man muss sehen, ob er ja nicht wieder verklausuliert redet oder eben hier wieder andere Töne anwirft, neues Anleihekaufprogramm größerer Art präsentiert oder was auch immer. Letztlich sehen wir hier Euro-US-Dollar gerade wieder ein Stück weit in die Knie gehen. DAX bislang noch ein Stück weit unentschlossen. Es bleibt letztlich dabei, dass hier die Pressekonferenz jetzt mit einer guten Verzögerung beginnt. Für die Zukunft dahingehend durchaus zu empfehlen, dass man hier diese Sendung erst 14:35 Uhr startet, um hier das praktisch alles ein Stück weit einzugrenzen. Aber so langsam fängt er an zu sprechen und das müsst ihr jetzt mal sehen, dass sich hier ein paar Impulse ergeben. So, QE soll fortgesetzt werden, bis das Inflationsziel erreicht wird. Sie wissen das, EZB steuert hier auf ein Inflationsziel hin und QE soll das Ganze ein Stück weit antreiben. Ja, wohl dem, der hier die Inflation nicht heraufbeschwört, aber genau das ist ja Ziel und Sinn der Maßnahme, genau wie in Japan an dieser Stelle. Inflation wird hier groß geschrieben, also insofern da keine Änderung. Es wird fortgesetzt, also 2016 war ja da der Auswurf, März 2016, also zunächst auf ein Jahr bezogen, die Milliardenanleihe Aufkaufprogramme, aber das kann sich weiter ausdehnen. Also prinzipiell hier, wenn das Ganze noch weiteren Schub oder weitere Schubkräfte bedarf, dann dürfte es natürlich durchaus so sein, dass der Markt hier dann ja weiter liquidiert wird, insofern, dass das genug Möglichkeiten gibt, Stützungskäufe, um hier die europäische Zone sozusagen ja eben nicht abdriften zu lassen und hier auch keine Deflation zu erzeugen. Insofern werden wir mal sehen, ob das wirklich auch sinn- und zweckmäßig ist, was die EZB da an den Pranger stellt. Aber grundsätzlich Euro-US-Dollar mit bislang immer noch einem unglücklichen Verhalten. Jetzt kommt hier ein bisschen mehr Drive auf. Wir sehen auf der linken Seite der DAX, wie er nach unten kippt. Entsprechend Euro-US-Dollar nach oben. Das ist genau die Korrelation, die auch unlängst schon mal in den Fokus genommen wurde. Sprich, es kann sich hier durchaus, wenn der Euro-US-Dollar zu einer größeren Erholung ansetzt, beim DAX ein entsprechender Gegenlauf einstellen. Das sehen wir jetzt hier nochmal ganz kurz dargestellt in diesem Chart. Ja, auch von heute Morgen gleiches Bild. Oben DAX, unten Euro-US-Dollar. Sie sehen die negative Korrelation der Gegenlauf beider. Und wenn sich hier mal eine Gegenbewegung ergibt, die durchaus früher oder später als wahrscheinlich gilt, DAX ist relativ heiß gelaufen. Sie wissen das, wir sind ja schon über 25% gestiegen in nicht mal 3 bis 4 Monaten. Und, oder besser gesagt, in nicht mal 4, 4,5 Handelsmonaten, 3,5 Handelsmonaten, so rum. April ist der vierte. Da muss man definitiv mal abwarten, was da noch kommt. Aber eine kleinere Gegenbewegung dürfte den Euro letztlich stützen. So, Pressekonferenz wird unterbrochen, stelle ich gerade fest. Aber Draghis Abschlusssatz war: Wir sehen klare Anzeichen für die Wirksamkeit von QE Europe. Also insofern all das, was sich vorgestellt wurde, der Markt letztlich werden wir mal weiterlaufen lassen in seiner Konsequenz hier immer noch unentschlossen. Aber DAX hat hier so einen leichten Drall nach unten. Könnte mir hierbei gut vorstellen, dass wir noch mal ein Stück weit nach unten kippen. So, Draghi wird angegriffen, deswegen die Unterbrechung. Also, das ist natürlich eine sehr, sehr außergewöhnliche Situation.
Insofern wird es sicherlich noch eine Zeit lang dauern, ehe es hier zu einer Fortsetzung kommt. Gab es auch noch nie an dieser Stelle. Wir sind live dabei. Also, habe ich bisher nicht erlebt, aber da sind eigentlich die Sicherheitskräfte immer im Bereich. Aber man weiß ja, wie das ist. Immer wieder was Neues. Hoffen wir mal, dass es ihm gut geht. Ansonsten wollen wir mal sehen, wie was der Währungshüter noch beschließt, wenn er nochmal ins Mikrofon tritt. Ich sage erstmal an dieser Stelle danke fürs Einschalten. Letztlich nicht viel passiert. Wir beobachten das, was da noch kommt. Und insofern sage ich jetzt erstmal danke fürs Einschalten. Hätte mir jetzt definitiv ein bisschen mehr Action gewünscht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Spätestens bis zur US-Session sollte hier ein Ausbruch erfolgt sein. Also spätestens bis hier 15:30 muss der Euro-US-Dollar einen Ausbruch vollzogen haben. Falls nicht, empfiehlt es sich dann hier, sich aus dem Markt zurückzuziehen und einfach mal abzuwarten, was denn hier der Donnerstag und auch die nachfolgenden Tage so bringen. Gut, liebe Zuschauer, dann will ich es damit auch beenden. Gute 11 Minuten sind bislang rum. DAX, wie gesagt, mit einer gewissen vorsichtigen Abwärtstendenz. Euro-US-Dollar macht so ein Stück weit den Anschein an, die gestrige Erholung nochmal anknüpfen zu wollen. Also heute hier der Versuch, die Erholung doch weiter fortzusetzen, will ich nicht absprechen. Sie können sich an die Big Picture-Analyse erinnern des gestrigen Tages, zur Not nochmal nachlesen. Der Euro-US-Dollar hat aus vielerlei Gründen hier durchaus Erholungspotenzial im Bereich von 1000 bis 1500 Pips mit Blick auf die nächsten Wochen, Monate wohlbemerkt. Das muss nicht morgen passieren, aber es deutet sich durchaus an, dass der Euro mal für eine stärkere Gegenbewegung bereit wäre. Wir werden sehen, was passiert. Ich sage nochmals danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Dann später gegebenenfalls nochmal einen Blick auf die US-Märkte. Ansonsten melde ich mich morgen nochmal oder natürlich auch zum nächsten Trading-Event, wenn die EZB nochmal angreift. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Resttag. Ihr Christian Kämmerer, beste Grüße und auf bald.